Liebe Österreicherinnen und Österreicher, derzeit rollt eine noch nicht dagewesene Welle von Flüchtlingen quer durch Europa und durch unser Land. Die Bilder von menschlichem Leid, die uns tagtäglich ins Haus geliefert werden, lassen niemanden von uns kalt und auch nicht unbeeindruckt. Gerade Menschlichkeit und Mitgefühl verlangen es in diesen Tagen und Wochen von uns aber auch, einen klaren Blick zu bewahren, einen Blick auf die Realität. Einen Blick auf die Ursachen und auf die möglichen Folgen dieser Wanderungsbewegung für unser eigenes Land und seine Bevölkerung. Abseits der vielen privaten Initiativen ist die Politik in ihrer Verantwortung gefordert, Lösungen zu finden, die die wirklich Verfolgten einerseits schützen. Gleichzeitig muss sie aber auch darauf achten, dass unsere Österreicherinnen und Österreicher nicht selbst Opfer unkontrollierbarer Entwicklungen werden. In beiden Fällen hat die österreichische Bundesregierung versagt. Ihr Handeln war und ist kurzsichtig und unüberlegt. Es fehlen die Ehrlichkeit der Analyse und auch die Bereitschaft, die Dinge zu Ende zu denken. Daran ändern auch die Maßnahmen nichts, mit denen die Regierung seit kurzem einmal mehr Deutschland kopiert. Es stellen sich viele Fragen im Umgang mit den Flüchtlingen. Kann man von Menschen, die Schutz vor Verfolgung suchen und um Leib und Leben fürchten, nicht zu Recht verlangen, dass sie mit den Behörden kooperieren und sich registrieren lassen? Ich meine, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wie soll unser Arbeitsmarkt angesichts von fast 500.000 Arbeitslosen im Land mit weiteren zigtausenden Asylwerbern fertig werden? Ich halte es für unverantwortlich, davon zu reden, dass diese Zuwanderung, diese Völkerwanderung auch nur ansatzweise verkraftbar ist. Wir wissen aus Beispielen der Vergangenheit, dass der überwiegende Teil der Flüchtlinge nicht in ihre Heimat zurückkehrt. Wer jetzt kommt, wird also bleiben wollen. Das ist eine Form von Zuwanderung aus teilweise völlig anderen Kulturkreisen. Das ist kein Schutz auf Zeit, wie er als Asylrecht heilig ist. Welche Folgen kommen auf unser Gesundheits- und unser Sozialsystem zu? Woher soll der Wohnraum für all die fremden Menschen kommen, jetzt wo der Winter vor der Tür steht? Schon jetzt haben wir viel zu wenig leistbare Wohnungen für unsere eigene Bevölkerung. Was bedeutet die Aufnahme von so vielen Personen für unser Schulsystem? Wer übernimmt die Verantwortung, dafür zu garantieren, dass nicht Terroristen und Fundamentalisten in unser Land geschleppt werden? Sogar der Heilige Vater hat diesbezüglich seine große Sorge zum Ausdruck gebracht. Und schließlich stellt sich auch die Frage, wie viel kostet das alles und woher soll das Geld kommen? Diese Frage ist nicht unmoralisch, sondern man muss sie stellen in Zeiten, wo für den Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit im eigenen Land zu wenig Geld da ist und die Menschen unter Kürzungen leiden. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, private Initiative bei Hilfe für Verfolgte ist gut und wichtig. Und mein Dank gilt auch den vielen, vielen Helferinnen und Helfern, die persönliche Opfer gebracht haben. All das kann jedoch die Notwendigkeit staatlicher Ordnung und gesetzlicher Regelungen nicht ersetzen. Die Wahrheit ist, dass wir derzeit den Beginn einer Völkerwanderung erleben. Die Motivation für den großen Teil der Flüchtlinge ist der Gewinn an Wohlstand, den sie sich bei uns auch erhoffen. Wer glaubt, dass dieses Streben nachlassen wird, täuscht sich. Es wird sich weiter verschärfen. Wir brauchen daher klare Grundsätze und Regeln, damit Österreich und auch Europa nicht unter die Räder kommen. Ich bin dafür, sofort Anstrengungen auch zu unternehmen, die Flüchtlingslage in der Nähe der Krisengebiete menschenwürdig einzurichten. Das ist Aufgabe der UNO und der Europäischen Union. Und ich meine auch der USA. Auch die USA ist gefordert, sich nicht aus ihrer Verantwortung zu stehlen. Nur zum Vergleich. Die Euro-Länder haben bislang 200 Milliarden Euro für Griechenland ausgegeben. Ein Bruchteil davon würde genügen, Auffanglager in der Nähe der Krisengebiete zu schaffen. Damit kann man Wanderungen von Anfang an auch verhindern. Für jene, die bereits unterwegs zu uns sind, brauchen wir keine falschen Anreize, wie unser Bundeskanzler sie gesetzt hat. Was wir brauchen, sind strenge Kontrollen unserer Grenzen. Und wenn es notwendig ist, auch deren Schließung. Wer keinen Asylgrund hat, dem muss klar sein, dass er umgehend abgeschoben wird und keine Chance besteht,
sich irgendwie durchzuschwindeln, dass Wirtschaftsflüchtlinge abzuschieben sind, das sagt selbst der Europachef des UN-Flüchtlingshilfswerks. Dazu ist es auch notwendig, gute Kontakte zu unseren Nachbarn zu haben. Als Kanzler hätte ich den Ungarn meine Unterstützung bei der Absicherung der EU-Außengrenze angeboten, statt unsere Nachbarn zu beleidigen. Wir brauchen Sammelunterkünfte für jene, die auf ihren Asylbescheid warten. Diese Menschen quer über das ganze Land zu verteilen, belastet unsere eigene Bevölkerung, macht die notwendige Kontrolle unmöglich und erschwert die Rückführung im Fall eines negativen Asylbescheids. Und wir brauchen eine festgesetzte absolute Höchstzahl an Asylanten, die wir aufnehmen und keine Prozentquote von Zahlen, die nach oben offen sind. Alles andere überfordert unseren Arbeitsmarkt, unser Gesundheits- und unser Sozialsystem, aber auch unser Bildungssystem und gefährdet die Sicherheit und öffentliche Ordnung in Österreich. Jetzt ist die Zeit, wo Mitmenschlichkeit mit klaren Analysen und dem notwendigen Weitblick kombiniert werden muss. Alles andere ist unverantwortlich und kein Beitrag zum Erhalt von Freiheit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Unsere Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass auch ihre Schutzinteressen wahr und ernst genommen werden. Sie will zu Recht nicht zu Fremden in der eigenen Heimat werden. Das hat verantwortungsvolle Politik ernst zu nehmen. Davon bin ich überzeugt und das ist unsere Verantwortung, die wir heute auch als politische Verantwortungsträger sicherzustellen haben.